Ja, grüß dich. Bei dem heutigen Gedicht oder auch Geschicht geht es um einen Ausflug. Und zwar um einen ganz normalen Ausflug. Ist ja jeder schon mal dabei gewesen. Gut organisiert, aber trotzdem tritt die Sau oder ohne Probleme auf. Der Sportvereinsausflug. Ja, bei so einem Sportverein ist allweil was los. Und natürlich freut euch riesengroß, wenn sie nach einem Jahr fleißigen Sporn alle miteinander wieder einmal einen Ausflug fahren. Wie es der Brauch ist, hat Hans der Obmann früher genug vorgebaut und man kriegt das Quartier geschaut, für jeden ein Zimmer bucht und auch ein gut bürgerliches Wirtshaus zum Mittagessen sucht. Aber die am Essen nicht an jedem gerecht ist, für die neuen gut, was für die neuen schlecht ist, für die neuen geschmackig, was für die neuen fad ist, oder geschaut, dass die Auswahl für die Gerichte echt ein bisschen breitgestreut ist. Ja, der Obmann hat sich schon vor Wochen mit dem Wirst zusammengesetzt und alles akribisch ausgemacht und besprochen. Wie es jetzt mit dem Fastel dahingeht, meint der Obmann, der beim Bus ganz vorn steht, während er sich noch husch zum Schädel kreit, er bittet ums Zulassen, ja, um ein bisschen Aufmerksamkeit. Weil es ihm zum Mittag schnell gehen soll, hat er mit dem Wirst im Vorfeld schon ein edler Menü zusammengestellt, damit wir ja keine Zeit verlieren, wirst er diesen telefonisch informieren, weil was dessen mehr an Vorlaufzeit hätte eine positive Auswirkung auf die Wartezeit, ja, man darf sich da gar was an Zeit ersparen und kommt halt nachher wieder früher weiterfahren. Also leidlos zu, dass danach jeder weiß, ein Schweinschnitzel war die Nummer eins. Ja, das war das Erste, das er zur Auswahl hat. Schnitzel mit Salat. Weil ohne Frage jeder allweil wieder so ein Schnitzel gern mag. Entweder mit Erstipfel oder Fritten dabei, was nachher schlussendlich keiner nimmt, Erstipfel oder Fritten ist einerlei. Das Zweite, das zwar eher deftig schwer, ein Grillteller war, den sollte halt einer gehabt nehmen, wenn er echt einen Mordshunger hat. Nachher hat er auch noch, anscheinend laut Wirst frisch, einen Zander, das war ein Fisch. Densen gab's mit Salzkartoffeln, Sauce Tartare und natürlich einen Salat. Ob er denn nicht auch was Vegetarisches hat, meint jetzt Fritz so also nebenbei, weil er da ein paar Jahre schon kein Fleisch mehr essen. Sackerer kommt's jetzt von Obmann, das hab ich jetzt ganz vergessen. Aber er hat sich da schon Gedanken gemacht und eben mit dem Wirst was ausgemacht. Weil wenn's bei den Gerichten, die drei, für einen schon gar nichts dabei, ja gar nichts dabei sein sollte, hat er auch noch Spaghetti mit Tomatensauce bestellt. Es sollte nämlich auch für dir was geben, dir was fleischlos, ja, vegetarisch leben. Nachdem der Obmann nochmal alles zusammenfasst, meint er, dass er jetzt einen Zettel durch den Bus gehen lässt, wo die vier Gerichte umstehen, die jetzt ein Aussuchen sind. Oft ist es für jeden was dabei, es ist alles auf einer Excel-Datei aufgelistet und er hat es auch schön ausgedruckt. Ja, er ist auch lang genug zugeguckt. Und da war halt bei einem von dir vier Sachen ein Strich jetzt am Machen. Auf der rechten Seite, wo es frei ist, und nochmal, er kann sich beim besten Willen nicht feststellen, dass da für einen gar nichts dabei ist. Jetzt ist es einmal ganz kuststart. Aber es dauert nicht lang, dass das wieder trat. Nachher wär's irgendwie laut. Er hat sich bis jetzt nichts fragen traut, aber er steuert halt die Frage, was einer da sollte, der gar nichts mag. Weil ihm kommt viel aus dir verlauten. Nachher soll sich derjenige, der nichts mag, wenigstens outen. Weil wenn derjenige nachher dächt, wenn's zum Essen ist, was möcht, ja, dächt auf den Hunger kriegert und nachher herrn lügert. Quasi, er hat einen Stricher irgendwo bei Schnitzel, Spaghetti oder so. Nachher war's oft so weit, dass für einen anderen das Essen fehlt. Da, ja, da war einer wegen was drum, meint jetzt Luise. Aber dass er das nicht recht feststellen kann, dass einer gar nichts mag zum Essen, er glaubt, das kann man vergessen. Und siehst, wärst du einig, wo ich so ehrlich sein? Mischt sich jetzt seine Frau, die Lise, ein.
Da hat sie die Lamm. Aber sie möchte sie auch nicht, fragt der Lamm. Ja, sie hat auch eine Frage, weil sie eben die Tomatensauce nicht mag. Die hat sie ja nämlich halb aufverstoßen. Nur dazu hat da sie meistens keinen Hunger, keinen recht großen. Und weil sie eben auch Vegetarierin war, gelangten die ein paar Spaghetti mit ein bisschen Sauce Tartar. Ich weiß, rein kulinarisch kann man sowas vergessen, aber schlussendlich muss ich es eh selber essen. Drauf mal ein Zepter daneben. Er hat auch ein kleines Problem. Wenn er vielleicht bei den Zedeln ganz Hund irgendwo dazuschreiben könnte, dass sein Rindfleisch durch sein soll, weil er jetzt schon weiß, dass er sich einen Grillteller bestellt. Sein Nachbar mich macht drauf wiederum, ihm war das Rindfleisch gar lieber Medium. Und vielleicht ein Brickchen mehr, er hat nämlich halb einen Hunger wie ein Bär. Dass er im Gegensatz zu mich nie recht einen Hunger hat, drum braucht er ein halb Schnitzelkot, macht jetzt Hansei drauf. Vielleicht, dass ich dafür eine halbe mehr sauf, weil wenn's halb Schnitzel zugeht, schad ist. Obwohl, wenn's ein bisschen mehr Beinsalat ist, war's mir gleich. Ich mein, dass ich Schnitz lieber abstreich, kommt jetzt zwar wie ein Vieh, weil sie war auf Diät, ob nie der Salat allein angeht, weil sie ist, kommt sie mit die Kalorien drüber. Nachher lasst es halt über, wirft jetzt irgendwer ein, irgendwer wäscht sie schon gefreien, vielleicht wer für die Jungen, die haben mehr als alle einen Hunger. Und überhaupt mal der ganze Staat, dass der ein großes Schnitzel auch nichts tat, weil sie war, es ist schon so ein Grad. Aber fast fort, bevor sie wer ein halb Schnitzel bestellt, ist so, dass er sich einpacken lassen sollte. Aber halt bitte kein Fisch, der fängt nämlich zu einem Stinken an, das kann man vergessen. Zwar werden die den Fisch eh nicht viel essen, weil das Fisch essen muss man können. Siehst du, hast die Grad noch weit zwischen die Zähne rein. Obwohl, wenn der Fisch frisch aus dem Wasser kam, konnte schon sein, dass er auch den Zander nahm. Weil ihm die ein paar Graden ganz gewiss ja beileibe nichts taten. Aber das Problem ist, woher der Fisch kommt und ob das mit frisch stimmt. Da war er sich nämlich nicht ganz sicher, weil der Wirst ist angeblich so ein anscheinender Kleiner. Er will ihm zwar nichts unterstellen, aber wenn man hört, was die Leute verzeihen, und die werden auch nicht lernen. Sind wir froh, dass wir überhaupt was kriegen, meint sie jetzt Peter von ganz hinten, weil er findet, ja, er hat das Gefühl, vier Gerichte zur Auswahl, ja, vier Gerichte sind eh schon zu viel. Jetzt wärst du von den ganzen drüber und drunter, feiden nicht mehr Mann und munter. Ja, feiden der nach dem dritten Typ Dosenbier, Schweignapfitzt dies, geht's jetzt auf einmal ein Ries, während der ganz Verschlafene die Runde schaut, brumme der halblaut. Du, Peter, da bin ich gar einmal bei dir. Vier? Ja, vier Gerichte sind echt viel, da kann jetzt einer sagen, was er will. Das sag ich auch lassen. Die Halmkehrerden darf lassen. Da braucht man gar nichts diskutieren und anfangen. Ein Landesgericht Zinsbruck da gelangen, die Bezirkhaus kannst du alle vergessen. Aber bitte, gescheiter war jetzt, das organisierst du einmal was zu essen. So da, so kannst du zugeben bei einem Ausflug. Trotz bester Organisation tauchen dabei wieder die ein und anderen Probleme auf. Vierte, bis zum nächsten Mal.